Hey meine Freunde, Entschuldigung, dass es am Schluss der letzten Folge keine Verabschiedung gab, aber das Rätsel hat mich echt verstört. Aber jetzt geht's weiter und ich habe mir auch jetzt die Reihenfolge aufgeschrieben, aber von dem von der letzten Folge noch. Weil das ist schon ganz schön, das ist schon, also würde ich jetzt schon betiteln als Heavy Metal. Going away. Oh, thank you, stranger. Collect the parts of the centipede, and you will find the exit. Ich soll die Teile des Tausendfüßlers zusammensammeln. Drei Teile insgesamt. Okay, wo soll ich denn, wo darf ich denn überall suchen? Hier nochmal. Da brauche ich die Teile. Hier ist aber kein Horn versteckt. Okay, da muss ich mich nochmal umschauen. Wie kann ich denn da reingucken? Ja, ich habe meinen Spaß. Das Horn geht nicht ab. Geil, ich kann schon zwei reinsetzen, bringt mir aber nichts, weil ich noch ein Horn brauche. Muss halt überall hinklicken, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich will keinen Tipp nutzen. Wieso kann ich eigentlich da nicht hin? Kann ich hier machen? Nix. So, da haben wir das andere Horn. Ach, das Buntglas-Teil, das war hier hinten hinterm Sarg. Schließe den Kreislauf so, dass sich die Beine des Tausendfüßlers bewegen. Ernsthaft? Müssen sich alle bewegen. Ja, das ist jetzt unfair.
Es ist so gar nicht so einfach. So kann das auch nicht laufen. Alter, ist das kompliziert, das Rätsel. Was geschafft? Wird halt nur noch ein Bein. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas.
So, meine Freunde. Hat das gelöst. Der nächste Gang ist völlig überschwemmt. An der Wand verläuft ein altes Kühlrohr. Okay, hier haben wir einen Hammer. Da ist was drin, aber da brauchen wir ein Werkzeug. Da fehlt noch eine Kachel, die haben wir nicht. Schaufel, Batterie, da ist noch ein Buntglas, das ich leider nicht nehmen darf. Da ist noch ein altes Seil. Ich denke mal mit den... Okay, ich nehme den Spiegel, darf ich auch noch mitnehmen. Das Ventilrad darf ich auch noch mitnehmen. Da ist ein Fass hinter hinten. Das Fass ist ja fassungslos. Ja, abkratzen kann ich es jetzt mit dem Spaten nicht, oder? Oder mit der Schaufel? Ne, da brauchen wir halt Spachtel oder sowas. Gehen wir nochmal zurück. Da war nämlich ein... Ja, eine Vase. Kanonenkugel. Ja, aber sonst ist hier nichts mehr getriggert. Ja, das Ventilding, Ventilrad, das können wir ja. Aber drehen. Drehen lohnt sich noch nicht, weil da noch ein Korken drin ist. Oder mit der Schaufel kommen wir bestimmt auch nicht an die 7 ran. Nö. Müssen wir wahrscheinlich hier noch was machen. Na, nimmst du jetzt die Kugel? Okay, die Lunte will er da nicht reinsetzen. Hier ist auch nichts da, was ich machen kann. Hier fehlt halt immer noch eine Kachel. Kann ich jetzt aber nichts machen damit. Okay. So, meine Freunde, ich habe ein bisschen vorgespielt, tut mir leid, aber ich musste ein bisschen recherchieren, sagen wir mal so. Wir haben jetzt eine Fackel, die war noch da, ich zeig's mal. Die war hier oben links gelegen. Die Zahl haben wir jetzt in dem Sinne geholt, dass wir den Spiegel hier hingesetzt haben. Der hat zur Fledermaus geht. Scheint und die Fledermaus hat eine die Taste 3 fallen lassen. Die können wir jetzt hier einsetzen. Tausche die Zahlen aus, bis sich sowohl horizontal als auch vertikal keine Zahlen mehr wiederholen. Okay, vertikal und horizontal. Okay, die muss ich auch noch wieder vertauschen. Da 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 da! Und ich habe einen Beutel, ich werde ihn auch benutzen. Okay, da rein. Ein großer Beutel. Dann die Lunte. Dann die Kanonenkugel. Und irgendwo muss doch Feuer gewesen sein, oder? Ja, die Kerze. So, und damit können wir jetzt hier was freischießen, schätze ich mal. Und Feuer! So, das war ja. Jetzt können wir weiter passieren gehen.
Hier fehlt auch eine Kachel. Hier fehlt das Buntglas. Kann ich schon mal hier reinsetzen? Ja. Kann ich schon derzeit mal reinsetzen. Was ist hier? Ja, da brauchen wir auch irgendetwas, um das freizukriegen. Hier ist nochmal ein Buntglas-Ding. So. Unnötig Inventarplatz. Muss nicht verschwendet werden. Hier ist... Nee, nee, ich wollte nicht da, ich wollte hier. Da ist doch auch was. Auch eine Kerze. 1 und 3 Kerzen. Hier mal einen kleinen Hinweis. Das sieht aus wie ein ziemlich merkwürdiger Kerzenleuchter. Allerdings. Den werden wir wahrscheinlich auch irgendwo noch antreffen. Da brauchen wir immer noch Nebel. Ich gehe jetzt mal hier weiter. Schon wieder ein aufgestochener. Wahrscheinlich ein... Wie sagt man? Ein Barde. Auf jeden Fall ein Musiker. Okay, die hat ein geschlossenes Auge. Machst du dein Äugling mal auf? Machst du mal dein Äuglein auf? Hier hast du ein Auge. Sprichst du jetzt? Nee. Hier ist auch was. Da brauchen wir einen Schlüssel oder sowas. Gehen wir nochmal kurz zurück. Machen wir nochmal Buntglas. Dürfen wir es eigentlich zusammenpuzzeln, oder? Jo. Hier. Clear. Hier ist es eine wunderschöne Rose. Das Geräusch ist cool. So, und wir kriegen ein Stück seiner Gitarre. Und hier war doch was mit Moos bedeckt. Achso, ich muss so machen. Ah, brrrr. Jetzt? Soll ich jetzt schaufeln hier? Ist ein bisschen staubig hier. Oh, jetzt bin ich hier noch die Putzkraft, oder was? So, wir haben eine Lochkarte oder eine Musiknote. Immer noch nicht mit ihm quatschen. Hier ist noch eine Kiste. Ja, da brauche ich die andere Zeit, die im Käfig ist. Aber meine Freunde, ich sehe schon, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Hier über mir kommt jetzt zu einem weiteren Wimmelbild-Abenteuer, nämlich Rite of the Passage. Die Karten des Schicksals. Und dann sage ich mal, bis bald.